Hallo und willkommen hier bei einem Video-Workshop der Zeitschrift Akustikgitarre. Dieses Video gehört zur Ausgabe 6/2014 und bringt euch den Workshop Basics unter die Finger, verfasst von meinem Kollegen Thomas Rothenberger. Mein Name ist Andreas Schulz, ich bin Chefredakteur und darf euch die Musikbeispiele dieses Workshops hier in dem Video in der Praxis zeigen. Thema Oldies but Goldies geht also um ein paar Akkordfolgen von klassischen Songs, die immer wieder gern gespielt und gehört werden, mit denen ihr bei der nächsten Party, am Lagerfeuer oder bei sonstigen Anlässen glänzen könnt. Was diese Akkordfolgen so charmant macht, sind ein paar technische Kniffe, die wir einbauen und die ihr gleich in diesem Workshop lernen könnt. Einmal solche Sachen wie ein arpeggiierter Anschlag, der automatisch so ein bisschen altmodisches Flair da reinbringt. Dann aber auch ganz wichtige Sachen wie Dämpftechniken für Anschlag und Greifhand. Das braucht ihr entweder, um gezielt zum richtigen Zeitpunkt Pausen zu erreichen oder um mit perkussiven Effekten wie Ghost Notes, Dead Notes eure Grooves anzureichern. Es wird jetzt im nächsten Abschnitt des Videos genau erklärt. Ihr solltet jetzt die Akustikgitarre 6/2014 mal zur Hand nehmen. Da sind die ganzen Beispiele aufnotiert, samt Akkorddiagrammen. Und ich versuche in diesem Video euch ganz langsam und sorgfältig durch die Musikbeispiele zu lotsen und euch Hilfestellung zu geben. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt habt ihr Gelegenheit, euch das anzuhören und natürlich auch direkt schon mitzuspielen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim folgenden Workshop Basics. Ciao. Für Abbildung 1 braucht ihr diese Griffe. H-Dur, Barré, siebter Bund. Gis-Moll, Barré, vierter Bund. E-Dur in der Open Position. Ich würde diesen Fingersatz empfehlen mit den Fingern 3, 4, 2 und dann noch Fis-Dur als Barré im zweiten Bund. Das Anschlag-Pattern in Zeitlupe hört sich so an. Also ihr braucht einen Arpeggio-Anschlag. Der muss so getimed sein, dass die hohe E-Saite auf die Zählzeit kommt. Ihr müsst also etwas zu früh ansetzen und dann genau auf der richtigen Zählzeit auf der hohen E-Saite rauskommen. Auf Zählzeit 3 müssen wir eine Pause spielen. Das geht in diesem Fall durch Auflegen des Handballens ganz leicht an die Saiten, um diese wegzudämpfen. Das klingt dann so. 2 und 3. Muss genau in Time natürlich passieren. So, ich spiele euch die Akkordfolge mit diesen Spieltechniken mal in Zeitlupe vor. Das klingt dann so. 1, 2, 3 und 4. Und nochmal etwas schneller. 1, 2, 3, 4. Ihr könnt dieses Anlegen hier auch geräuschhaft machen, dann bekommt ihr auf Zählzeit 3 noch einen kleinen perkussiven Effekt. Entweder indem ihr einfach nur etwas fester aufschlagt mit dem Handballen oder indem ihr gleichzeitig auflegt und einen Anschlag macht und dadurch eine Ghost Note produziert. Das klingt dann so. Im Groove 1, 2, 3, 4. Für Abbildung 2 braucht ihr den G-Dur-Barré, dritter Bund. Dann H-Dur, siebter Bund, C-Dur, achter Bund und A-Dur, fünfter Bund.
Das Anschlagpattern ist ähnlich wie bei Abbildung 1. Es gibt aber ein paar Unterschiede. Und zwar wird auf die Pause verzichtet und die 2 und in die 3 rübergebunden. Also so 1, 2 und 3. Dann geht es weiter und 4. Also das Anschlagpattern sieht so aus. 1, 2 und 4. Das mal langsam durch die Akkordfolge klingt dann so. 1, 2, 3 und 4. Okay, spielen wir es ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. Wer das Ganze gerne etwas bluesiger klingen lassen möchte, der nimmt statt den reinen Dur-Akkorden die Dominant-7-Variante, indem man einfach bei jedem Griff den kleinen Finger hochhebt. Dann bekommt man G7, H7, C7 und A7. Wenn man jetzt noch ein bisschen knackiger spielt und den letzten Anschlag fast staccato nimmt, klingt das so. 1, 2, 3, 4. Für Abbildung 3 braucht die Akkorde im offenen Register nämlich G-Dur, D-Dur und C-Dur. So, schauen wir uns das Anschlagpattern an. Es beginnt mit einem arpeggiierten Anschlag. Dann kommt eine Achtelkette und Zählzeit 2 ist eine Ghost Note. Also auf Zählzeit 2 mit dem Handballen auflegen und gleichzeitig anschlagen. Ja, das gleiche passiert auf Zählzeit 4 auch nochmal. Das heißt, in Zeitlupe sieht das Anschlagpattern so aus. Eins, zwei, drei, vier. Achtet darauf, dass euer Arpeggio-Anschlag etwas vorgezogen ist, sodass er bei der hohen E-Seite genau auf Zählzeit 1 rauskommt. Okay, ich spiele die ganze Abbildung dreimal etwas langsam. 1, 2, 3 und 4. Noch mal etwas schneller. Versucht mal mitzuspielen. 1, 2, 3, 4. Für Abbildung 4 braucht ihr diese Griffe. A-Dur, Barré, 5. Bund. Fis-Moll, Barré, 2. Bund. D-Dur als offener Akkord. E-Dur als offener Akkord. Und wieder A-Dur, Barré, 5.
Das ist beispielsweise die Basisakkordfolge von einem Stück wie Stand By Me. Wir sind in der Tonart A-Dur mit den Stufen 1, 6, 4, 5, 1. Schauen wir uns den Rhythmus an. Auf C-Zeit 1 ein ganz normaler Anschlag mit leichtem Arpeggio. Dann auf der 2 unsere Ghost Note mit Anlegen des Handballens. Und dann 3 Achtel. Und auf Zählzeit 4 wieder Ghost Note. Okay, im Zusammenhang ganz langsam. So, schicken wir das mal durch die Akkordfolge. 1, 2, 3 und 4. Jetzt nochmal ein wenig schneller, damit es ein bisschen in den typischen Groove kommt. 1, 2, 3, 4. Okay, ihr könnt es auch überüben, also das Ganze etwas schneller spielen, als es eigentlich der Song erfordert, um diese ganzen Techniken der Anschlaghand noch weiter zu perfektionieren. Versucht mal, ob ihr mitspielen könnt. 1, 2, 3, 4. Schaut euch mal Abbildung 5 an. Ihr braucht diese Akkorde. A-Moll, Barré-Griff 5. Bund. E-Moll, offene Position. G-Dur, Barré 3. Und wieder A-Moll, Barré 5. Zweite Zeile. Wieder ein E-Moll, diesmal aber Barré am 7. Bund mit Kronton A-Seite. Zwei Bünde tiefer, gleicher Griff für D-Moll. Und wieder zurück zum ersten Motiv mit A-Moll, E-Moll, G, A-Moll. So, um diesen Rhythmus zu spielen, müsst ihr eure Anschlaghand in den 16. Groove bringen. Das heißt, wir spielen die Achtel mit Abschlägen. 1 und 2 und 3 und 4 und. Jetzt geht der Groove so. Okay, ihr merkt, das sind zwei Ghost Notes drin und die können wir jetzt einfach nur durch Lockern des Griffes spielen, denn die kommen nur bei den Barré-Akkorden. Wir müssen nicht auflegen diesmal. Einfach die Greifhand lockern, aber an den Seiten dran lassen, anschlagen und dann habt ihr diese zwei Ghost Notes oder Dead Notes mit den abgestoppten Seiten. Okay, ich spiele euch das Ganze mal ganz langsam vor. Denkt dran, die Anschlaghand geht mit Achtelnoten als Abschlägen. 1 und 2 und 3 und 4.
Okay, wichtig bei diesen Dead Notes ist noch, dass ihr die stellenweise so platzieren müsst, dass ihr genau in diesem Moment den Akkordwechsel macht. Zum Beispiel, wenn ihr am Ende von dem A-Moll seid, ihr müsst noch zwei Dead Notes spielen und auf die nächste 1 auf dem E-Moll rauskommen. Dann dämpft ihr die Saiten ab und während ihr diese beiden Anschläge macht, seid ihr schon auf dem Griffbrett unterwegs zum nächsten Akkord. Sonst könnt ihr das gar nicht auf die nächste 1 schaffen. Das ist einmal beim Wechsel von A-Moll zu D-Moll, zu E-Moll. Und beim Wechsel vom E-Moll zum D-Moll. Und vom D-Moll zurück zum A-Moll. Müsst also während dieser zwei Dead Notes schon den Griff in Richtung des nächsten Akkordes bewegen und dabei alle Saiten wegdämpfen. So, genug zur Spieltechnik. Jetzt hören wir uns dieses Beispiel so ein bisschen im Stil von Bill Withers' Ain't No Sunshine nochmal im richtigen Tempo an. 1, 2, 3 und 4.